heute zu einem neuen Video auf Mietzmatzi YT. Zu dem ersten Video, wo ich Scammer teste. Was ist das denn hier? Das habe ich mal hier hingebaut, glaube ich. Das muss ich gleich wieder wegmachen. Ja gut, ich kann es aber erst nach dem Video wieder wegmachen, weil ich bin jetzt heute undercover hier auf dem Server. Ich heiße Notch der Affe. Ja, sehr seltsamer Name. Der war zufälligerweise frei. Ich schreibe mal in den Chat. Hey. So. So, und jetzt frage ich vielleicht mal, hat jemand einen scamfreien Shop? Ich bin noch neu und bräuchte vielleicht ein paar Items. Ja, ein bisschen. Willst du kaufen? Oh Gott, das muss dringend noch weg. Mann, was habe ich vergessen abzubauen? 8 minus 5, okay. Er hat's rausgefunden. 8 minus 5. Okay. Das ist sein Grundstück. Gut. Er macht hier so einen Zaun drumherum. Okay. Interessant. Hallo. Wie viel Herz hast du? Ich habe 15 davon. Und 6 davon. Ach, Moment, vielleicht habe ich noch was in meiner EC. Kann ich mal nachschauen? / EC. Okay, ich habe Eisenerz, Golderz, Diamanten, Redstone. Eisenerz, Golderz, Dias und Redstone. Was willst du dafür? Hä? Wofür? Für das 15 Holz, was will ich denn dafür? $50. Ich weiß echt nicht, was gerade die Preise hier auf dem Server sind. Ich sag jetzt einfach mal $50. Ich gebe dir 30. 40. Komm schon, jetzt, du hast $802. Lass es. Komm, jetzt gib doch mal Geld. Ich gebe first und du gibst mir $40, okay? Scamfrei. Okay, dann, ja, okay. Gut, dann. Okay, super. Der hat mir $50 überwiesen. Das heißt, PaladinNathan36. Merkt euch den Namen. Der ist komplett scamfrei. Danke dafür. Also, PaladinNathan36.
wenn man ehrlich ist mit mir nur und ja. Also, 8 minus 5, das ist sein Grundstück. Ich glaube, der will hier auch noch einen Shop bauen oder sowas. Der hat hier auch eine Kiste. Da kann ich jetzt nicht reinschauen, weil ich habe OP und wenn ich da reinschauen möchte, dann ist das ein bisschen auffällig, dass ich OP habe. Aber gut, dann gehe ich als nächstes zum King Gamer Paul. Wo war nochmal dein Lodge? Ach ja, da fällt mir ein, ich habe selbst noch so ein halb angefangenes Plot. Das habe ich aber mit OP gebaut bis jetzt. Also ich kann das nicht hochfliegen, das wäre auch auffällig. Gott, also hier sind viele Leute drauf. Mein Pro Ron Weasley habe ich hier noch nie gesehen auf dem Server. Die anderen, die kenne ich alle schon so ein bisschen. So vom Sehen, vom Schreiben auf dem Server halt. Wenn man einen Server besitzt, dann lernt man mit der Zeit so ein bisschen die Leute kennen einfach. Er schreibt Ehre, danke. Jetzt will King Gamer Paul nicht mehr, oder was? Ja gut, dann nicht. Wer hat einen Shop oder möchte was kaufen? Ich habe Shop. Super. Dann frage ich ihn mal, wo? Minus 5, 5. Minus 5, 5. Okay. Kannst du auch ohne Chefshop traden? Ich vertraue den Leuten lieber als so zu traden. Da kommt man besser in Kontakt mit ihnen. So. Moment mal. Der ist hier mit 2 Accounts drauf. Alles klar. Wo ist der andere jetzt hin? Hä? Wer ist der andere? Ich hab mich vertippt, egal. Ich 2.0. Ah ja, okay. Gut. Was verkauft er denn so? Emeralds. Emeralds sind gut. Einer kostet $5. Ich hätte gerne 5 Emeralds. Das kostet $25. Tipp auf. Nee, ich möchte es nicht so machen. Ich habe doch eben erklärt, warum ich es eben nicht so machen will. Gut. Flash Spell Shadow 25. Okay, er hat es mir gegeben. Das ist super. Dankeschön, ShadowGamer351. Also merkt euch aus seinem Namen, ShadowGamer351. Der ist komplett scamfrei.
Genau, der schreibt einfach, ich hacke. Logisch. Dann wird er gleich noch gebannt. Obwohl, ja gut, ich kann ihn ja jetzt bannen. Bekommt ja keiner mit. Ron Weasley Hacking. Auch wenn man es einfach nur behauptet, wird man deswegen gebannt. Flussküste. Wieso kannst du fliegen? Hacker? Hacker? Warum kann ich... Ey! Ey! Lass das! Hey, jetzt haut er mich! Warum? Flussküste, das darfst du aber nicht machen. Was soll das? Fluss, wenn du mich jetzt tötest, dann wirst du gebannt, ich sag's dir. Nee, ich sag's dir nicht, aber du wirst gebannt, wenn du mich jetzt tötest. Gut. Junge. Du scheiß Hacker. Mann, warum tötet er mich? Mach Slashback, ja toll. Slashback. Ich wette, da hat meine Items sowieso schon wieder aufgehoben. Mann, warum hast du mich gekillt? Ich hab Game mit 1. Ja, Game mit 1. Aber woher? Was? Springfuß? Was? Lol. Verkaufe Beacon. $800. $800, das ist sehr günstig. Leute. Es ist was echt Beschissenes passiert. Ich kam mal noch irgendwann auf die Idee, Shadowgamer 351 zu trollen und sein Haus zu griefen, weil er mich getötet und ein wertvolles Item geklaut hat. Ich begann damit, sein Haus zu griefen. Leider stürzte an der Stelle, wo das Video gerade endete, die Aufnahme ab. Dies bemerkte ich aber erst, als ich gerade dabei war, den Troll aufzulösen. Tja, das war's dann wohl mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne mal ein Like da. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!